What's up, Baby? Freunde, ihr seht diesen Mann, dieser Mann hinter mir, dieser Mann in diesem Bowling-Shirt. Wir haben einen Podcast gedreht. Podcast wurde wirklich sehr, sehr, sehr sexy. Es ging um diesen Mann, seine Familie, erfolgreiche Familie, mit wahrscheinlich mit einer der erfolgreichsten Familien im deutschen Modegame gerade. Ja, safe. Ja, ich war schon die erfolgreichste. Komm, warst du schon Trigema? Deswegen, Freunde, wir haben noch ein Giveaway, bevor es startet, weil der gute Mann hat auch eine eigene Brand. So. Grams, hier sieht man die Kacke. Diese von Kinder genähte Shirt. Was verlosen wir? Wie viel verlosen wir? Von Opa genäht. Sogar, vom Opa selber. Finde ich gut. Auspressen für Klicks und auch für Kleidung. Richtig. Sollen wir Produkte oder sollen wir Gutschein? Gutschein wahrscheinlich. Wie viele? Wie viele Zuschauer hat das? 2, 3? Wie viel kostet bei dir so eine Jacke? 120, glaube ich, gerade. 120 Euro? Ja. Sollen wir 5 100 Euro Gutscheine? Ja, machen wir 5, ja, wir verlosen 500 Euro Gutscheine in den Kommentaren. Deswegen, Freunde, kommentiert, schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat am Video, was für Fragen habt ihr. Ja, hoffentlich der Interviewgast. Ja. Deswegen, Freunde, wir verlosen diese einfach random, schreibt was Schönes und schaut vorbei. Schau bis zum Schluss, wurde wirklich sehr, sehr auch deep irgendwann. Deswegen, meine Freunde, danke fürs Zuschauen und wir gehen rein in den Podcast. Woo! Friends, wir haben es geschafft. Ein neuer Podcast mit Andy und Klöte, ohne Klöte, nur mit Andy. Mit einem Gast sogar. Mit einem Gast heute. Und das Geile ist, wir haben wieder ein Internetphänomen. Du bist wirklich ein Internetphänomen, kann man schon behaupten. Ja. Irgendwie zieht dieser Podcast immer eigenartige, einzigartige Leute her. Und willst du dich vorstellen, soll ich kurz machen? Weil ich glaube, die meisten Leute, die zuschauen, die kennen dich. Aber von irgendwo, aber nicht richtig, weißt du, was ich meine? Ja, also ich kann das gerne übernehmen. Komm, klar. Ganz schnell. Also, danke schon mal, dass ich hier sein darf. Gerne, ne? Und beziehungsweise, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, hierher zu kommen. ja, ich bin Yannick, also mehr oder weniger auch bekannt als JD, vor allem aber bekannt für meinen Opa. Der ist so Streetwear-Fashion-Phänomen, weil er einfach als alter Mann coole jugendliche Klamotten trägt. Da stecke ich dahinter, mehr oder weniger. Ich bin aber auch eigener Content-Creator. Ich mache auch meine eigenen Sachen, ich bin auch mehr oder weniger YouTuber, nicht mehr ganz so aktiv. Ja. Das ist richtig schade, muss man sagen. Ja, ist halt zeitintensiv. Ja. Aber gut, wem sage ich das? Nee, also so die Sachen, eigene Klamotten machen wir auch. Eine eigene Agentur habe ich jetzt gegründet, aber dazu gerne später mehr. Ja. Also ich bin quasi Alleinunterhalter für mich selbst. Das ist cool, Mann. Also ich glaube, für die meisten Leute bist du so, man kennt dein Gesicht irgendwie, aber nicht so diese Essenz dahinter. Aber ja, wieso du ein Phänomen bist, weil du es geschafft, mit so etwas Simplem, wie dein Opa in frische Kleidung zu kleiden, die Welt zu übernehmen. Also du hast wirklich geschafft, du hast so eine Reach aufgebaut, das ist verrückt. Und wir sind zwar kein Wirtschaftspodcast, aber auch ich finde diese Zahlen deine sehr krass. Weil Bro, was ist denn dein Video mit den meisten Views? Meiste Views waren auf TikTok, Big Red Boots waren, Styling mit Opa, 105 Millionen in, keine Ahnung, einer Woche, bis das Video gesperrt wurde. Shoutout TikTok. Wieso wegen wurde es gesperrt? Es ist noch sichtbar im Feed, wenn ich Geld hinterlegen würde, also wenn ich es als Werbung schalten würde, aber nicht mehr im normalen Feed. Das heißt, es wäre jetzt wahrscheinlich bei 120, 130 Millionen, aber wurde quasi gesperrt. Aber TikTok, deswegen meine ich auch, TikTok gönnt wirklich ab und zu, macht TikTok so komische Moves, weil das war wichtig, du hast einen alten Herren in freshen roten Boots und wieso sperrst du das, Mann? Also ich habe keine Ahnung, ich glaube bis heute, es war ein Fehler, mir konnte niemand helfen, ich habe mehrere Ansprechpartner. Was war auf Instagram? Instagram... 30, 40 Millionen. Boah, aber auch, also halt auch Oma und Opa, so Styling für Valentinstag. Das stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja. Auch geliked für Nerner Culture. Dankeschön. Ne? Gut gerettet. Nein, ja, das Krasse ist halt, Bro, 105 Millionen, weißt du, das ist so eine Zahl, die ist nicht greifbar. Null. Weil Deutschland als Land hat 100, ich glaube, 80 Millionen Einwohner. Ja. Frankreich hat 100 Millionen Einwohner. Schweizer, glaube ich, 9 Millionen Einwohner. Also, ich kenne mich ein bisschen mit der Geografie aus. Aber das ist verrückt. Also sozusagen die ganz Frankreich oder ganz Deutschland hat einfach ein Video gesehen. Ja. Ja, also das ist halt einfach, auf Social Media ist halt null greifbar. Also das ist eine Zahl am Ende des Tages, die da steht. Wenn du dir Gedanken drüber machst, ist es wirklich unfassbar. Es ist unglaublich, es ist absolut nicht nachvollziehbar. Wann hast du angefangen mit dem? Corona? Vor 7,5 Jahren. Naja. Boah, das ist schon eine Weile her. Ja, wir sind quasi, also auf Social Media ist 7,5 Jahre ist ja ein Jahrhundert fast. Ja, das ist so. Und wir sind halt so gesehen immer noch relevant. Das ist wirklich absolut crazy. Das ist absolut verrückt. Ja. Weil ihr habt es auch geschafft, über die Jahre auf allen Plattformen halt präsent zu sein. Das muss man auch schaffen. Bis auf YouTube so richtig. Ja, stimmt, bis auf YouTube. Weil man darf nicht vergessen, Freunde, wenn man Social Media macht, wir sind halt so auch ein bisschen eine Ausnahme, weil wir machen alles. Wir machen Instagram, wir machen YouTube, wir machen TikTok, also die haben gerade angefangen.
Aber das ist auch selten, weil die meisten Leute haben so eine Plattform und wenn sie es krass sind, schaffen sie noch eine zweite zu übernehmen. Aber alle Ja. drei gleichzeitig, boah, das ist hart. Da brauchst du eine ganze Mannschaft dahinter. So Marc Gebauer zum Beispiel schafft das, weil er hat halt ein ganzes Team. Ja, klar. Aber so als One-Man-Army, boah, viel Spaß da. Ja. Das wird nichts. Und du hast dann auch dich weiterentwickelt, also mäßig. Du hast immer noch deinen Kern behalten mit deinem Opa. Mäßig Styling-Videos, Unboxings, aber jetzt hast du eine eigene Brand dadurch gemacht. Du bist halt überall präsent, auch ihr arbeitet ja mit vielen Brands zusammen, oder? Also ich habe Ja, gesehen, Dior seid ihr präsent, was sonst noch? also glücklicherweise alles Mögliche so im Spektrum. Wir haben Luxusmarken wie Dior, wir haben teilweise Uhren, Sneakermarken, also halt, also so von bis, wir haben teilweise Getränke, Das ist die krass. dann. Also ihr seid eigentlich perfekt vermarktbar. Ihr seid, also Ja. das ist krass, das ist wichtig, muss man sagen. Hier habe ich eigentlich schwarz und weiß gerade. Ich bin gar nicht vermarktbar. Ist fair. Also ist sehr Ja. schwer vermerkbar, sagen wir mal so. Gar nichts, auch noch was anderes. Ich könnte auch rechtsradikal sein, wäre noch schlimmer, weiß ich meine. Ja, Also klar. das ist, glaube ich, Ja, dann nicht voll. gar nicht mehr. Also wenn man rechtsradikal ist, ist man nicht gar nicht mehr vermarktbar. Aber, und du auf der anderen Seite, du bist so perfekt mit deinem Opa. Weil man sieht so einen alten, sympathischen Herren, der Spaß hat an jungen Aktivitäten. Boah, das ist Gold wert. Ja, also wir machen es natürlich nicht des Geldes wegen, wir machen es nicht der Werbung wegen. Nein, Na. aber also Wer natürlich müssen wir glaubst das du? irgendwo mitfinanzieren. Also weißt ja auch, der Lifestyle, ne, hört sich jetzt auch so blöd an, auch wenn wir jetzt nicht am Wochenende irgendwie krasse Partys feiern zum Beispiel. Aber trotzdem fliegen wir auch rum, wir müssen irgendwo Content aufnehmen, wir haben Equipment, das muss man bezahlen, wir haben ein, zwei Angestellte, die muss man bezahlen. Und natürlich macht das, also wir machen es im Kern aus Spaß und an dem familiären Faktor, aber irgendwo muss man das ja auch finanzieren können. Stimmt, weil ihr seid jetzt ein ganz. Also, ich war gerade vorhin eben. Wir sind lustigerweise gerade an einem Sneaker-Nest. Also, es ist so ein Event in der Schweiz, also jetzt in Zürich, wo es um Sneaker geht. Und ich habe gerade die ganze Familie kennengelernt. Also, die ganze Familie ist in diesem Homeoffice, sagen wir mal so, tätig. Und deswegen, also, eine ganze Familie arbeitet um deinen Opa rum. Jein, also Mama, Papa helfen natürlich aus und ist halt auch einfach geil, mit der Familie zu Ja, verreisen und glaube ich. sowas zu erleben. Ja, Oma und Opa sind halt immer dabei, weil sind die Stars der Ja, Show ja. oder so. Aber Oma Aber kam auch neu dazu, oder? Oma war am Anfang nicht ja, präsent. Oma ist an besonderen Anlässen dabei, also Hochzeitstag von denen, Geburtstag, ab und an einfach mal, wenn es um was Süßes geht, irgendwie Ja. so ein Pärchen-Styling. Aber Oma meinte von Anfang an, sie will Opa so das Spotlight geben. Sie findet super, was wir machen, auch sie trägt ja auch die Klamotten, Ja. aber sie will da nicht auch so reingeschoben werden ins Spotlight. Also da will sie Opa den Was Platz eine lassen. Queen, ey, muss man ja schon lassen. Heutzutage sind die meisten Frauen umgekehrt. Ja, altes Eisen, noch damals die Altes richtige Eisen. Werte, so, Ja. ne? Aber die meisten wissen auch nicht unser Hintergrund, weil wir kennen auch schon länger jetzt sozusagen, also auch schon 3, 4 Jahre durch Social Media. Ja. Und wir hatten immer so eine Relationship zueinander. Also ich habe dich gefühlt, auch deinen Style und dein Engagement, all die Kacke. Weil ich habe immer mehr gesehen, Ja. ich habe immer mehr gesehen, als nur diese Opa-Videos, weißt du, ich meine, also die Ja, waren nie, klar. die haben jetzt mich nie angeturnt. Weil du hast einen coolen Style, also du Dankeschön. weißt auf jeden Fall auch, wie man so spezielle Sachen anzieht. Und ich glaube, das wiederum widerspiegelt sich auch im Style von deinem Opa, darf man nicht vergessen. Ja, hoffentlich. Aber Ja. jetzt mal ganz am Anfang, 7,5 Jahre her, das war das Jahr 2017. Und das erste Video war auch ein Styling-Video oder was war Nee, das? nee, nein, nein. Also wir haben an Weihnachten 2016, habe ich meinen Opa gefragt, ob er meine Klamotten mal anprobieren will. Ja. Damals, also ich fahre Skateboard und halt damals auch noch so viel aktiver. Das heißt, ich war so im Skate-Style, also halt ein bisschen weitere Hose, Ja. Hoodie und ich glaube, das waren Keine sogar. Skinny Bracas. Nee, das war schon danach, ja. Ja. Aber Aber also. krass, 2016 war schon noch Skinny-Zeit, auch bei Skatern. Ja, so leichter Übergang oder vielleicht dann eher so eine Straight Leg, da wo wir Ja. jetzt halt gerade wieder hingehen. Also für heutige Verhältnisse war es halt absolut nichts Besonderes. Ja. Damals war es so, ach krass, der sieht ja richtig cool aus in diesen Ja. jugendlichen Klamotten. Welche Brands waren dabei? Supreme? Er hatte eine Supreme-Kappe an, Thrasher-Hoodie. Ah, ich kenne das Video, glaube ich, sogar Das noch. war Bilder Ah, damals. Da Bilder? waren noch keine Videos. Nee, da war ja Social Media Stimmt, noch. Das stimmt, war, nee, nee, stimmt. alles Langsam lang Instagram-Bilder. war das. Genau, es waren Supreme Air Max 98. Grau-Rot hat er angehabt. Ah, ich kenne dich sogar, ja. Oh, und eine Porter. Porter Yashida, glaube ich, Ja? die Bag mit Stüssy in Collab. Ah, ja, die Porter-Taschen, genau, die Ja. Brand, ja. Geil, Ja, Mann. also halt wirklich nichts Besonderes für heutige Verhältnisse. Eigentlich so wie jeder rumläuft. Wie In wahrscheinlich Berlin auch wahrscheinlich, die ganzen ja. Eltern von den ganzen. Also so läuft jeder rum. Aber damals war es einfach irgendwie, also bahnbrechend fast schon.
Und was war dann, also ging es direkt viral oder war das einfach Nein, so? Nein, also es war, weil ich es auf meinem, also es ist derselbe Account, aber es, ich habe den halt mehr privat genutzt oder ja. nur privat. Und dann hatten wir noch zwei, drei andere Bilder, die die Wochen danach aufgenommen, weil wir einfach Spaß dran hatten. Und ich glaube, so das dritte, vierte Bild, da hat Opa bei uns zu Hause gesessen auf einem Hocker und hatte ein Adidas Human Race NMD Boah, in der das Hand. War verrückt. Also hatte welche Farbe? Rot. Wow. Gute Zeit damals. Und ja, den hat er in der Hand gehabt. Ja, war ein Taui-Wert oder so. Ja, genau. Das war wirklich verrückt damals. Und das ging viral. Also das kennen also die meisten Kinder gar nicht mehr. Nee. Also diese, ich muss ehrlich sagen, diese, also ihr müsst euch vorstellen, Freunde, wir müssen eine Zeitreise machen ins Jahr 2017. Da war so Adidas noch nicht am Zenit, aber es ging so in Richtung Zenit. Ja. Und also Höhepunkt ihrer letzten Konjunktur. Und diese Zeit von Pharrell NMDs, das waren so Kennerschuhe, aber verrückte. Bro, es haben sich Leute geprügelt in Zürich beim Raffle, weil ja. die so begehrt waren. Die kamen raus in Gelb, in Grün, in Blau, ja. in allen Gelb, ja. alle Farben. Und die waren so exklusiv und die waren so teuer. Ich weiß noch, Bro, wir hatten einen Jungen bei uns im Schwimmteam. Er hatte die Gelben. Er hat alles gefickt damit, ich schwöre, ja. alles gefickt. Aber das war wirklich, also wir hatten im Nachhinein einfach eine Menge Glück, dass wir diesen Zeitpunkt abgepasst haben. Ja. Weil 2017 war wirklich so, da war Streetwear eigentlich wirklich auf dem Höhepunkt. Also na, so ich würde, 17, ja, es, 18. Es ging Richtung, also ich würde behaupten, Streetwear war am Höhepunkt so 2020 sogar. 2020. Okay. Das also dann, aber dann ging es gerade so, ja. also es wurde so richtig massentauglich. Ja, ja, ja. Und das war ja nicht geplant. Aber es war halt im Nachhinein, war es halt wirklich genau am Zahn der Zeit. Wenn wir das jetzt heute machen würden, würde es keinen mehr jucken in ja. dem Sinne. Aber ja, das verstehen viele nicht. Man muss das Momentum richtig nutzen, weil egal wer du bist, wenn die Zeit nicht richtig spielt mit dir, dann wirst du es nicht schaffen leider. Ja. So, da ist ja dieses Phänomen, also deswegen nennen wir es auch Phänomen, weil es ist nicht nachmachbar. Also wenn du jetzt, sagen wir, du oder ich würde meinen Opa heute cool dressen, ja. sagen wir, ich hätte nicht meinen Namen, ich wäre einfach ein Average Guy wie du damals, ein Skater, ja. ein Bubas, hast du Bubas geraucht? Nee, ich habe Asthma. Sagen wir einfach ein Average Homie, der gerne skatet, ein bisschen Spaß hat im Leben und sein Opa, neuer Style, das würde heute nicht mehr so krass kommen. Ja, also, aber ich kriege oft in Interviews die Frage gestellt, ob es halt Nachahmer gibt, ob es irgendwie Konkurrenz ja. gibt oder sowas. Ich habe noch nie irgendjemand Alten, der auch der halt angezogen wird ja. oder irgendwas, als Konkurrenz gesehen. Mich freut es halt eher, dass es andere inspiriert. Ja, safe. Mittlerweile und gerade in letzter Zeit sehe ich so viele Leute auf TikTok, die ihre Väter, Großväter, Oma, Opa, Familie in den eigenen Klamotten von den jungen Leuten halt stylen. Ja, für Klicks auspressen. Ja, ja. Und die Dinger gehen halt fucking viral. Und krass. Ich meine, Opa und ich machen das seit über 7 Jahren. Ja. Mittlerweile haben halt viele Leute meinen Opa auch schon gesehen. Ja, ja. Aber trotzdem funktioniert dieses Konzept in dem Sinne halt. Aber dein Opa hat so die Sache ist, in unserer Kultur haben ältere Herren, also sagen wir auch vor allem, der ist ja auch aus dem Osten. Die ganzen Ostblock halt. Genau. Ja. So, haben, Slowenien represent, Bro. Ja, ja, haben ältere Herren, haben so nochmal eine ganz andere Position in der Gesellschaft. So, du kennst dich auch aus Animes vielleicht, hast du Animes geschaut, so Dragon Ball? Ja, klar. Da war so Muten Roshi, kennst du auch den perversen alten Typen mit dem ja. Nasenblut immer? Der war auch immer so, der war immer so Vorbild, weil man, er war weise, er ist ein älterer, deswegen, du kannst Opa, einen Opa nicht haten. Er ist nicht hatebar. Also sehe ich genauso. Ja. Wir kriegen auch, also mit wir meine ich halt Opa ja, und weil ich ja auch die ganzen Nachrichten lese, wir kriegen wenig Hate, wenn Hate, dann auf account-fremden Seiten, wenn jetzt irgendwie Complex oder Hypebeast repostet ja. und dann die Leute schreiben, dass er lächerlich aussieht, also jetzt nicht ja, mehr ja. so wie damals, aber dann, dass er lächerlich aussieht, halt Dress-up for Klicks und ja. auspressen ne? und so Sachen. Ja, und halt, es gibt immer was. Wir haben ey, teilweise Nachrichten bekommen. Es gibt Leute, die sagen, Bro, Usain Bolt wäre nicht so schnell, wenn er weiß, wie ja, weiß ich meine. Wir haben teilweise bekommen, irgendwie so, geh sterben. Also so, wie keiner sieht. Ich denke mir so, Leute, also, guck mal, da muss sich jemand hinsetzen, krass. Muss sein scheiß Handy rausholen, muss diesen Content sehen und sich denken, das kotzt mich an, ich antworte jetzt mal. Und also so. Bro, schau, es gibt auch das Phänomen, ich weiß noch, Marc Gebauer hat ja mal diesen Brunnen gebaut in Afrika ja. und hat dann ein Video draus gemacht. Ja. Und Leute schreiben, wow, war das nötig, wie zu machen. Bruder, wie viel Geld hast du in deinem Leben gespendet für einen Brunnen oder für Kinder in Afrika? Du kannst machen, so was wenig willst, wahrscheinlich. Selbst wenn du 300 Milliarden Euro spenden ja. würdest. Irgendjemand wird sagen, aber warum hast du es nicht dahin ja. gespendet? Oder war also so. Boah, aber das Gleiche auch, wenn so, es gibt ja diese bei den ultrareichen Leuten gibt es diese, ich glaube, Bill Gates Foundation, da, ja. wo die 99% spenden möchten und Leute sagen, ey, wieso spende ich gerade alles, nicht alles. Ja. Geil, Jungs, geile Idee, Mann, ja. geile Überlegung. Ja. Also es ist so lächerlich, das Internet ist so voller Trolls und deswegen ja. darf man das,
man darf sich auch einfach nicht anfassen lassen davon. Nee, also man sollte es zumindest wahrnehmen, also machst du ja eh, klar. Aber nicht, es ist auch natürlich auch ein Prozess, den musst du lernen, dass du es nicht persönlich nimmst, dass du vor allem halt auch nicht darauf antwortest. Und dass du vor allem auch nicht pissig und schnippig so. Ja, ja. Schnippig. Auch kein Wort. Ich habe schon Momente, wo ich selber, Bro, wenn ich Kommentare lese und da, Bro, es ist manchmal so debil, wo ich einfach antworte so, Bro, so ey, ich wünsch einen schönen Tag, aber es macht keinen Sinn, was du schreibst, mir ja, so. Ja, ja. Aber das ist halt sehr persönlich, aber wir schweifen wieder zu fest ab, was ich sagen wollte. In dem Fall war wann war dein Breakthrough mit Opa? Ich kann es dir nicht so ganz sagen, weil wir hatten so mehrere mäßig. Ja, deswegen fragen wir den ersten, das wundert mich. Oh, also wie lange es ging, vom ersten Foto Weihnachten bis zum ersten Breakthrough? Vielleicht anderthalb Jahre, zwei Jahre. War aber auch schon Zeit. Ich glaube, also bis halt, also die ersten Kooperationen in dem Sinne, es geht ja nicht ums Geld, ne? Aber die ersten Kooperationen. Sag's doch mal, dass es nicht ums Geld geht, ja. Ja, ich werde es noch ein paar Mal sagen heute. Und Authentizität, ne? Also, nee, aber also das ging dann relativ schnell los, ein paar Monate später. Und ich glaube, dann hat sich das so ein bisschen wie so ein Schneeball, ging es dann ins Rollen und wurde dann größer. Was war die erste Kooperation, die ihr hattet? Die erste richtig bezahlte mit Gewerbe, dafür habe ich dann war mit der Deutschen Bahn. Und das ist halt, Shoutout an dieser Stelle, das war 2017 für die Sneakernest in Amsterdam. Ja. Weil wir dann, also haben wir so ein Wochenende in Amsterdam gemacht mit der Deutschen Bahn. Und jetzt Ende des Monats ist wieder Sneakernest Amsterdam, das ist dann jetzt 7 Jahre her. Ja. Und dann quasi Full Circle Moment, weil wir dann einen eigenen Schuh noch rausbringen und da, aber so, also weißt du so. Krass. Voll verrückt. Und was kannst du über Zahlen ein bisschen reden? Was haben sie damals gezahlt, was zahlen die heute? Nicht viel. Also anders. Für damalige Verhältnisse, für meinen Kosmos, es war vierstellig. Ja. So weit am unteren Ende, dass es nicht weiter runter geht. Okay. Und also das war halt ganz am Anfang und da dachte ich mir. Wie viele Follower hattet ihr damals? Boah, ich weiß es nicht. Also Ich will einfach mehr, es geht mir gar nicht um Zahlen, es geht mehr um zu schauen, wie der Progress war. Ja, also ich weiß es nicht. Vielleicht 35.000, 50.000? Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, okay, Follower. Und damals, das war, also es ist immer noch viel, also ne, darf ja nicht vergessen, die Relation. Es ist immer noch viel Geld, aber damals da dachte ich mir halt auch, Alter, krank. So, ja, safe, glaube ich. Hammer. Und man muss sagen, es war noch vor der Inflation. Ja. Nein, aber es war. Damals gab es noch 3 Euro Döner. Richtig. Ja, aber das ist ja auch sowas. Damals als kleiner Bubi so, ist es viel Geld. Also ich hab da mal mit meinem Bachelorstudium angefangen damals. Und ich meine, dann ist es viel Geld. Hast du fertig studiert? Ich habe meinen Master auch. Ja, sogar? Jungs. Boah, das ist durchgespielt. Ich hab schon Weiterbildung. Was hast du studiert? Wirtschaftsrecht. Wirklich? Ja, ich bin seit 2,5 Jahren jetzt durch. Hast du durchgezogen, richtig durchgezogen? Ja, normal. Löwe. Ja, sonst kein Spaß im Leben, Jungs. Das schaffen die wenig. Weil der Average Influencer, also sagen wir in unserer Größe, der bricht irgendwann ab, weiß ich meinst, weil er sieht so keinen. Und ich verstehe es auch irgendwo, weil Studium ist halt, man muss schon durchbeißen und wenn du was studierst, wo du keinen Spaß hast. Ich studiere Modedesign, ich habe auch Spaß an der Kacke, weiß ich meine. Ja, erzähl doch keinem was. Deswegen ist so, die meisten Leute, die ich kenne, die machen auch so Wirtschaft oder so und nachher brechen die dann. Nach ersten Semester. Bei Trend Vision war das auch so. Die Trend Vision Guys haben beide so studiert, als Semester danach abgebrochen. Ja, aber also das ist auch, finde ich, sau interessant, weil es weiß halt auch wirklich niemand, dass ich studiert habe. Und es ist mir halt auch, also ich habe es ja nicht gemacht, um damit zu sagen, guck mal, ich bin Influencer und ich habe zwar einen kleinen, aber ich habe studiert so mäßig. Ja. Okay, ich mache es ja für mich am Ende des Tages. Und ich dachte mir halt auch damals, das ist ja irgendwo ein Familienbusiness und die Familie und der Familienzusammenhalt hat mehr Wert als jedes Geld, das reinkommt, als das Business in dem Sinne. Fact. Heißt, Familie ist wichtiger als Geld. Natürlich braucht man Geld, aber im Kern geht es halt um eine schöne Zeit. Aber was zahlt die Deutsche Bahn jetzt heute? Also ihr habt jetzt auch. Keine Ahnung, wir haben lange nicht mehr mit denen gearbeitet. Ah, ihr macht nicht diesen. Ich dachte, ihr macht wieder die Kooperation jetzt. Nee, das ist jetzt. Nein, das leider nicht. Nein. Aber jetzt halt wieder nach Amsterdam und das dann halt. Dieser Fußball-Moment, geil, Mann. Ja, nein, aber. Ach, keine Ahnung, es ist halt Familie, ne? Und dann ging das mit dem Geld los und dann dachte ich mir, ach, okay, da kann man ja Geld mit verdienen. Ja. Aber es war jetzt nie so, dass ich mir dachte. Aber zahlt deinem Opa auch was oder nicht? Ich zahle meinem Opa was. Ja, natürlich, der ist angestellt. Der ist angestellt, natürlich. Aber warte, wie alt ist dein Opa jetzt? 78. 78? Ja, der ist mit 59 in Frührente gegangen. Mein Opa war sein ganzes Leben lang Glasmacher. Okay, krass. Das heißt, der hat halt Gläser geblasen, irgendwie so Weizengläser, Vasen. Also ein richtig harter Job. Ja, also körperlich cooler hart. Cooler Job aber. Und Schichtarbeit. Ja. Also dann teilweise 3 Schichten gearbeitet. Meine Oma auch Schichten gearbeitet. Die sind mit 1967 oder 68 sind sie nach Deutschland gekommen aus Slowenien. Meine Mama war da 1, 2.
Die haben damals auch geheiratet, es war halt andere Zeit. Ja, klar. Sind dann als Gastarbeiter, weil hier bessere Jobchancen waren, nach Deutschland gekommen und ihr Leben lang bei demselben Unternehmen gearbeitet. Stark aber. Und das ist halt, also schon heavy so. Dann gibt's halt kaum. Ja, für was auch? Will ja, also, ne, will ja jeder Influencer werden. Ja, ja. Ja, nee, aber, also dann 10 Jahre fast Ruhestand, also mit 59 Rente, dann ging es so mit 70, 71 dann bei uns quasi los. Krass. Also quasi nochmal ein ganz anderes Leben. Aber warte, das ist auch, was ich mir auch vorhin gefragt habe auf dem Weg hierher. Investierst du auch Ressourcen in die Gesundheit deines Opas und Omas? Weil dein ganzes Business gerade basiert jetzt sagen auf Opa und Oma. Ja. Weil ohne die würde es, also wäre alles ganz anders logischerweise. Ja, voll. Aber deswegen investierst du auch bewusst mehr in ihre Gesundheit oder? Die sind da selbst hinten dran. Also die gehen auch regelmäßig ins Fitnessstudio. Krass. Die machen regelmäßige Check-ups. Ja. Opa ist alle paar Monate beim Arzt und lässt sich halt komplett, der macht auch bei so einer Studie mit für die Uniklinik, weißt du, lässt sich immer mal durchchecken. Die sind da schon hinten dran, die ernähren sich richtig, also die ernähren sich halt Welten besser als ich. Ja, ja. Oder halt als wir alle zusammen, weil, ja, glaube ich. Aber, also die musst du auch ab dem gewissen Alter. Ja, klar, aber die sind da hinten dran und mir war von Anfang an wichtig, ne, also zum einen, dass ich mein Studium fertig mache und zum anderen, dass die Gesundheit der beiden, also anders, dass alles an Stress, an Arbeit, was halt kommt, dass es an mir hängen bleibt und dass die beiden am Ende des Tages eine schöne Zeit haben und halt ein bisschen modeln. So, ja, und so ist es bis heute auch. Aber also, nimmt auch Kreatin? Ja, ich habe keine Ahnung, was der nimmt. Weil ich finde es so, weil man darf nicht vergessen, weil durch ein Geschäftsmodell oder sagen wir, du bist in einer Position, wo es halt wirklich, du bist abhängig von denen sozusagen. Also ich meine, so ohne Oma und Opa. Ja, ja, also. Es würde wahrscheinlich sicherlich auch laufen, weil du ein kreativer Typ bist. Aber du hast gerade so, einen Diamant. Also ich meine, du hast das Beste, was passieren könnte. Und deswegen war es mir von Anfang an wichtig, also generell jetzt, also irgendwo auch unabhängig von Opa, einfach in diesem Influencer-Lifestyle. Egal, was du machst, das ist nichts für die Ewigkeit. Ja. Deswegen zum einen studieren, dass ich was in Anführungszeichen Richtiges habe, ne, wie alle sagen. Und zum anderen auch mit den Klamotten, mit der Agentur jetzt, das sind alles so Dinge, die will ich halt nebenbei aufbauen. Was für eine Agentur hast du denn aufgemacht jetzt? Also Social Media Agentur, einmal, dass wir Unternehmen anbieten, Social Media für die zu machen, Content Creation, Beratung, also so alles, was in die Richtung geht und auch Management, also wir haben da andere. Bist du nicht selber bei der Agentur? Auch. Du bist doch bei 0360 Berlin, Shoutout, genau. Aber nicht exklusiv. Ja, stimmt. Also beziehungsweise schließt das eine und das andere nicht aus. Ja. Und also eine eigene Managementagentur. Wir haben jetzt auch, also klar, Opas drin. Mhm. Ne? Das läuft auch alles so weiter wie bisher. Wir haben eine Künstlerin drin, die richtig geil. Kennt man die? Weiß ich nicht. Jetzt sagen wir noch ihren Namen. Ja, also Stella heißt die Occasional. Ah, ja, Stella, ja. Also auf dem Weg zum Weltstar. Okay. Wir haben so Sport-Influencer, YouTuber, Fahrradfahrer drin. Okay. Also es ist ein bisschen diversifiziert mäßig. Ja. Aber es sind halt auch alles Themen, die mich interessieren. Cool, Mann. Und das ist jetzt alles am Anfang und es geht weiter und ich will mich ja auch weiterbilden. Ich will nicht mein Leben lang dieselben Videos machen. Ja, fühl also, weil das bringt ja nichts. Ja, das war aber auch, also bei uns hier entwickelt es ja auch weiter. Also ich meine, zum Beispiel, wir haben früher auch hauptsächlich Mode und Mode gemacht. Ja. Content. Und ich mache es auch heute noch gerne. Aber ich habe Bock auf alles, was ich mache. Stillstand ist einfach. Ja, also, das ist tot. Also Stillstand ist tot. Und auch, also natürlich gerade in Situationen, in denen es saugeil läuft, denkst du ja nicht drüber nach, dass es irgendwie weitergehen muss. Was war denn euer Höhepunkt in diesen 7 Jahren? Boah. Weil ihr hattet schon, also man darf nicht vergessen, also damit ihr ein bisschen versteht, von was ich spreche, also die waren, also Yannick und sein Opa, das sind schon so, das ist so S-Tier-Promis in der Modewelt mäßig, also so, ihr seid Name überall, so euch kennen alle gefühlt. Ja, Name ja, Gesicht aber halt nur Opa. Ja, genau. Aber das ist auch völlig fein. Ja. So, also das wollte ich von Anfang an, weil ich mag das nicht, also ich kann nicht, wenn mich Leute ansprechen, das freut mich sehr. Ja. Aber ich kann damit nicht umgehen, weil absolut cringe. Ich bin der unangenehmste Mensch. Ich habe auch richtig scheiß Humor. Und wenn das aufeinander trifft, dann natürlich gute Nacht. Aber, ja, aber bei mir ist es gleich, wenn mir klappt es irgendwie. Ist ganz schlimm. Nein, aber sorry, was war die Frage? Ich muss gerade an meine ganzen Dinge damals denken. Höhepunkt, 7 Jahre. Also ich würde sagen, je nachdem... Warte. Oder, ich mache mal kurz den Lachs. Ja, erzähl weiter. Es ist halt die Frage, was man mit Höhepunkt, also was man darunter versteht. Komm. Also. Was?
Ich bin eine Langzeitbeziehung dagegen. Ja, ja. Nein, Spaß. Also, ne, finanzieller Höhepunkt in dem Sinne gab es natürlich auch. Ja. Was war euer beste Kooperation vom Geld her? Weil dein Opa, der hat einen Millionen-Reach, aber das ist sicher spannend. Was war? Also, kann ich so genau nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also wir hatten halt einige teilweise so ein bisschen Langzeit-Dinge. Du weißt doch, safe. Ja, natürlich weiß ich nicht. Ja, will ich nicht mehr, weil es geht ja um das schöne Miteinander und nicht also das Geld. Also komm, sag mal, warte. Aber Höhepunkt mit Views? Nein. Also. Höhepunkt, trocken finanziell. Sechsstellig habt ihr schon drin gehabt, oder? Kooperation sechsstellig. Langfristig, also für was Längeres also, auch. Nein, also... Also, ich weiß, dass das die interessanteste Frage ist. Ist eine spannendere Frage. Wir können gut davon leben. Wir hätten auch bei Marc Gebauer was einkaufen können, so wie Justin, ne? Und dann ein bisschen Minus machen. Also warte, ich sag mal nein. So. Was war die geilste Kooperation, die ihr hattet? So die geilste, ja. Erstmal die geilste. Wo du sagst, so, das war das Nonplusultra. Vom Feeling her, von allem. Also, Brand und so. Kann ich dir nicht eine einzige so in dem Sinne nennen. Ja. Wir hatten viele super geile Sachen. Und das meiste, was wir machen, ist auch geil. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Zusammenarbeit mit Porsche. Das war halt einfach geil, weil es Porsche war. Ja, klar. Das ist halt einfach so ein... Wir haben viel mit Mini gearbeitet. Cool. Die hatten auch immer super geile Sachen. Mhm. Ich liebe also Mini. Auch, ja, ich fahre auch ein. Cool, Mann. Also halt auch Erlebnis... Mini Bros. Danke. Ja. Halt auch erlebnismäßig. Ja. Aber das mit Porsche war einfach fürs Ego so ein bisschen. Und es halt einfach so, auch für meinen Opa als Gastarbeiter nach Deutschland und dann... Weißt du, 50 Jahre später arbeitest du mit Porsche zusammen. Haben sie sich einen geschenkt? Wenn du nicht auf Probe fahrst. Ja, weil Opa war auch schockiert, wie niedrig der ist. Krass. So ein 911er. Ja, ja, safe. Nein, aber wir hatten super geile Sachen. Alles, wo wir irgendwie hinfliegen können, verreisen. Auch selbst wenn es jetzt nur unbezahlten Messebesuch war, aber dafür in Los Angeles und dann bist du da eingeflogen quasi. Ja. Das ist halt einfach unglaublich geil. Das mit deinen Großeltern machen zu können. Ist Hammer. Das ist schon ein Traum. Also ich muss schon sagen, also ich hatte gerade letztens ein Video darüber, so ein Real-Rap, über auch so Thema Familie. Ja. Und das ist eigentlich das beste Beispiel bei Familie. Die meisten wissen erst, wie wichtig und wie schön eine Familie ist, wenn es zu Ende ist. Ja. Und das Problem ist, bei vielen Dingen im Leben ist es so. Ob es eine Freundschaft ist, ob es jetzt eine Beziehung war, auch der Job. Aber bei Familie ist es nochmal härter, weil das sind deine Gene. Also du bist ein Produkt deiner Familie, also dein... Am Ende des Tages, du und dein Opa seid verbunden durch Blut. Ja. Das ist so wunderschön. Das heißt jetzt nicht, dass du als, sagen wir, als adoptiertes Kind nicht deine Familie lieben sollst. Ja, klar. Was ich damit sagen möchte, du, also, oder wo ich dich, sagen wir, auch fast schon beneide, oder sagen, es ist logisch, ich gönn's dir, aber wo ich dich beneide, ist, dass du es geschafft hast, etwas aufzubauen, wo du und deine Familie so close sind wie sonst nirgendwo. Ja. Und das, also, wunderschön, das ist wunderschön. Also, man weiß, ich hoffe, die meisten Zuhörer, die jetzt zuhören, ihr habt noch Familie, die lebt, und ihr wisst, was das für ein Gefühl ist, wenn man mit der Familie am Tisch sitzt, man lacht, man weiß einfach, alle sind eins am Ende des Tages. Aber bei vielen passiert es eben nicht mehr. Also die meisten, die verreisen irgendwo weg, die arbeiten weit weg, die haben auf einmal diesen Alltagsstress, und da vergisst man, dass die Oma, die jetzt auch schon 86 Jahre zu Hause lebt, dass sie nicht mehr so lange da ist. Ja, absolut. Und deswegen, also wir sind zum einen natürlich super dankbar, dass es überhaupt uns ermöglicht wird in dem Sinne. Aber wir müssen uns auch, oder ich muss mir vor allem halt auch immer mal selbst die Zeit geben und halt auch drüber nachdenken. Ja. Weil das sind ja so Dinge, es ist irgendwo mehr oder weniger selbstverständlich geworden, irgendwo eingeladen zu sein, zu so einer Dior Fashion Show nach Paris zu gehen. Aber dann trotzdem auch, und das ist auch alles so schnelllebig und so viel, aber das weißt du ja, ne? Wenn du bist die ganze Zeit nur dran, okay, du musst jetzt das machen, du machst das, du bist da, du machst das, bla bla bla. Ich sage immer den Vergleich, du fährst in einem Auto, das 150 km/h fährt, und da irgendwann fühlt sich dieses Tempo normal an. Ja, genau. Aber du weißt gar nicht, wie du das durch das Leben gerade am Rasen bist. Ja, genau. Bis du es halt mal von außen betrachtest, dass du dir einfach mal irgendwie eine Stunde Zeit nimmst, dich einfach nur hinsetzt und überlegst, Alter, was geht überhaupt gerade ab? Ja. Und dann wird es wirklich super crazy. Weil auch wenn wir verreisen halt mehr oder weniger viel, also für einen Opa halt schon. Ja, viel. Ja, safe. Und gefühlt bin ich aber trotzdem immer zu Hause. Und dann ist halt ab und an mal da was, dann bin ich mal einen Tag in Paris und denke ich mir, okay, bin ich halt morgen wieder zu Hause. Dann fragen mich Freunde, Alter, bist schon wieder unterwegs? Wann bist du denn mal zu Hause? Ja, ich denke mir so. Die verstehen das nicht. Ja, stimmt. Also irgendwie alle 2 Wochen zu verreisen, ist ja jetzt auch nicht normal, eigentlich. Vor allem, wenn man zu Hause ist, dann, man ist so in dieser Rabbit Hole von Arbeit. Ja. So, ich bin auch manchmal bloß so 3 Tage Unterhose von meinem Schreibbüro und muss alles abarbeiten. Arbeit, Shorts, YouTube-Plan, Events-Plan, dass ich meine verschwitzte Unterhose ohne zu duschen 3 Tage lang.
und vergehst, dass es schon 3 Tage so rum ja. sind. Aber nach am nächsten Tag fliegt man wieder irgendwann weg. Ja, also ja. Ja, das ist wirklich also so. Es ist ein verrücktes Leben. Im Positiven auf jeden Fall. Und es ist einfach aber absolut geil. Aber jetzt ist meine Frage. Ihr habt ja auch viel Access zu Celebrities. Also dein Opa, der ist schon so groß geworden, dass zum Beispiel, ihr wart ja gerade mit J Balvin, das war ja vor ein paar Tagen gerade. Ja, genau. Der hat euch empfangen, euch sogar einen Schuh geschenkt. Was für Celebrities habt ihr eigentlich also getroffen dadurch? Boah. Was waren so eure Highlights, deine Highlights? Also J Balvin war schon richtig geil. Ja. Das war auch super kurzfristig. Ich habe dem einfach auf Instagram geschrieben. Wo war das überhaupt? In Frankfurt. Ah. Ich habe gesehen, der ist in Frankfurt und meinte so, ja, kann man mal versuchen. Und dann hat es halt auch geklappt. Super geiler Typ. Ja. Also, ne, sowas ist geil. Also einen Schuh geschenkt, oder? Den Exclusive John 3. Wir haben ihm auch einen Schuh geschenkt und dann haben wir einen zurück, also zwei. Oma und Opa hat er was geschenkt. Also es ist halt einfach so crazy. Und ich meine, für uns war das halt so, okay, wir fahren mal kurz nach Frankfurt. So. Und dann, ne, wenn du es von außen siehst, ist, also, oder auch drüber nachdenkst, das ist so verrückt. Ja, ja, ich hab das Video gesehen halt. Ja. Und sah gut aus. Auch meine Oma und Opa sind halt am Ende des Tages Oma und Opa. Die sind einfach süß. Und egal, wo wir sind, die werden empfangen wie die eigenen Großeltern. Naja. Eine Story, die mir halt bis heute, also über die Oma und Opa gerne reden. 2019 bin ich zu meinem Praktikum geflogen, das ich in meinem Studium machen musste. Da habe ich 4 Monate in London gewohnt. Und am ersten Tag, als ich hingeflogen bin, das war ein Sonntag, waren Oma und Opa bei Shindy zum Musikvideo eingeladen. Ah, ja. Die waren da von Af Halterbach, das war das mit Shirin David, was da damals so negative Publicity hatte. Und die waren für den Videodreh eingeladen, dass sie halt als, oder halt Opa besser gesagt, und weil ich nicht mit konnte, ist dann Oma mitgefahren. Und jetzt, normalerweise bin ich bei allem dabei, damit es halt Opa gut geht. Ja, und, genau, ne? Genau. Und auch als Sprachrohr irgendwo. Und ich konnte nicht mit und dann ist Oma mitgefahren. Die wurden, also Dreh war in Stuttgart, da kam jemand von Shindy nach Mainz, die haben die abgeholt, sind zu dem Videodreh gefahren, die wurden empfangen wie Götter quasi. Ja. Und Oma und Opa meinten, die haben aus dem Auto geguckt und dachten sich, ach scheiße, was sind das für Menschen? Erstmal halt Rapper, ne? Du, also so, ne? Du hast die süßen Dorfgroßeltern und du kommst dahin, Club, 30, 40 Frauen, Shindy und die ganze Anhänger. Shindy, der 1,60 Grieche. Und Oma meinte so, was wird das jetzt gleich hier? Und die meinten, die sind ausgestiegen, die wurden empfangen, die wurden umarmt, die wurden geküsst, die wurden da auf Händen getragen, die wurden von allen gefeiert, die wurden nachts wieder nach Hause gefahren. Die schwärmen heute immer noch von diesem Erlebnis, dass die bei sowas dabei sein konnten. Ja. Mit so viel Respekt, Liebe. Aber da meine ich auch, Freunde, Anstand ist so wichtig, weil das bleibt auch im Kopf. Also absolut. Auch ich kenne selber, wenn ich Leute treffe, so es kostet, also so ein Lächeln, es kostet nicht viel. Nein. Also einfach jemand. Einfach kein Arschloch sein. Genau. Es könnte so einfach sein. It's no joke. Nice. Es ist so auch, aber die Sache ist, es ist fast schon so eine Seltenheit geworden, also auch in unserer Social Media Bubble, so viele Leute haben so das Gefühl, dass sie sind, einfach diese Basics vergessen. Ja, absolut. Ein Danke für, nur schon wenn die jemand sagen wir etwas gibt, so sagen wir ein Essen spät, sag einfach Danke, Mann. Ja. Also ist so oft der Fall und auch oft, wenn ich mit Frauen rausgehe, ist auch so verrückt, Bro, gestern. Ich sage immer so, gut, die besten Podcasts, auch ich war mit Marc Geber, ich habe einen Podcast gehabt und ich habe da 3 schon gepennt auf einem Sofa, weiß ich mal davor. Ja, und der Podcast ist genialer Podcast geworden und heute auch gleiches Beispiel, ich war gestern, ich war noch mit so, mein Junge aus Monaco und Freunde, also so ein paar Mädchen waren dabei und ich habe so allen so Drinks spendiert. Der Einzige, der mir Dank gesagt hat, war der Junge, weiß ich meine. Ja, klar, alle Frauen waren so, ey, cool, weiß ich meine. Ja, wie immer. Also, ja, selbstverständlich. Und das war, und die Sache ist so, Bro, egal, du kannst mir nur schon Wasser spendieren für 1 €, Bro. Ich sag doch, danke, das ist doch ganz normal. Ich weiß aber, auch ja. nicht. Ich finde aber auch allgemein, also vielleicht auch in dieser Influencer, also in der normalen Influencer-Bubble, ja. Es ist halt so, jeder fühlt sich, als wäre der Geilste. Und das ist ja auch okay. Ja. Also, ja, es ist nicht okay, also, eigentlich. Er ist schon ein bisschen, sagen wir, verwerflich moralisch, finde ich, weil man darf es nicht abheben aufgrund von etwas, was du. Das Problem ist, viele Influencer, auch du im Begriffen, auch ich im Begriffen, wir sind hier durch Danken, durch sehr viel Glück. Ja. Bro, wäre ich nicht in der Schweiz geboren, sondern irgendwo in Brasilien, ja. dann wäre ich in einer Favela mit einer Plastikflasche am Fußball spielen. Ja. Also ja, nicht mal blöd, aber so ist die Realität. Ja, voll. Ganz ehrlich, bei dir, ja. hättest du nicht einen Opa. Und sagen wir, würde der Opa nicht leben. Also ja, hoffentlich ja. lebt er noch gar. Dann würde es mich ja auch nicht geben. Ja, nein, aber ich meine, würde er heute nicht mehr leben sozusagen. Ja. Dann wärst du als Influencer auch nicht mehr so präsent. Und deswegen, wenn du Influencer bist, oder sagen wir, irgendwie du bist Sportler, Fußballer, sonst wer, sei einfach Gott dankbar oder einfach sei einfach dankbar im Leben, dass du da sein darfst, wo du bist. Ja. Weil viele Leute haben nicht dieses Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, mit den richtigen Voreigenschaften. Ja, und also
Plus dazu, sobald du halt ein bisschen Erfolg in dem Sinne auf Social Media hast und halt Fans hast, ja. Weil ich Fans halt auch immer so scheiße finde. Weil ich sage immer Community. Ja, weil am Ende des Tages, du bist auch nur ein stinknormaler Fuzzi, so, der halt irgendwie Glück hatte. Also mehr oder weniger. Wie wir es gerade gesagt haben, genau. Ja, genau, so. Und dann sich zu fühlen, als wäre man, keine Ahnung, Drake. Oder also selbst da. Ja, Bro, das Krasse ist, ich kenne ja wirklich Leute, die sind sehr krass. Also ich kenne wirklich Leute, die sind weltbekannt. Und Bro, das sind die nettesten, chilligsten Leute, Mann. Ja. Und dann treffe ich irgendwelche Influencer-Schwänze von TikTok, die auf TikTok 1,2 Millionen Follower haben und Average Views von 20.000. Die denken, Bro, die sind wirklich Drakes, ja. die spucken Drake auf den Kopf. Und das, ich verstehe es auch nicht. Das ist verrückt. Und deswegen, also ich bin jetzt nicht introvertiert in dem Sinne, aber ich könnte und ich will mich auch nicht so präsentieren, wie sich teilweise andere. Kann ja jeder machen, was er will, ja. Aber halt so nach außen, so ich bin der Geilste. Und das ist halt. Das mag ich halt gar nicht. Und das auch gerade auf Influencer-Events, ja, weißt du, ja, wie es ist? So der Lauteste gewinnt. Ja, und klar. Ne, so. Und ich weiß, diese übertriebene Selbstinszenierung, die du irgendwo brauchst auf Social Media, um erfolgreich zu sein, vielleicht, okay, oder halt um in Erinnerung zu bleiben. Ja. Aber es ist so ein ganz schmaler Grad zwischen halt doch einfach die Fresse. Aber meine Frage auch wiederum jetzt in diesem Fall: Die Karriere von dir und deinem Opa oder sagen wir der ganzen Mannschaft mit Oma inklusive, die verlief sehr glatt. Ja. Also so sieht's aus. Ja. Es sieht aus, als würde alles so wie ich konstant. Nee. Win, win, win. Ist meine Frage: Was waren bei euch die Tiefpunkte? Also Tiefpunkt in dem Sinne gab es zum Glück keine. Das ist krass. Also wir hatten natürlich, also auch jetzt verlieren wir gerade auf TikTok zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder Follower. Okay, von wie viel reden wir hier? Am Tag 2.000, 3.000. Okay. Aber bei 5,2 Millionen. Ja, ist krass. Nein, aber auch da, ich meine, das ist wie steigende Preise in der Börse oder Uhrenmarkt oder sowas. Das geht jahrelang hoch oder Haus, weißt du, dann fällt es halt mal. Aber wenn du es im gesamten Bild in dem Sinne betrachtest, hast du ja trotzdem einen Anstieg. Also, da meine ich auch, deswegen sage ich auch immer, wenn ihr, viele Influencer heutzutage sind sehr jung, wo die werden mit 14, werden die berühmt. Also haben ihren ersten Hype. Ja, mit 16 sind sie irrelevant. So. Und deswegen meine ich auch, Bro, ich bin so dankbar, dass ich als erwachsener Mann mit Social Media angefangen habe, weil ich einfach weiß so, Bro, also vor allem, ich komme aus der Wirtschaft ursprünglich, ich weiß, es ist normal, dass mal etwas ein bisschen weniger relevant ist. Sagen wir mal, die Preise runterfallen. Aber für die meisten brachialen Egos, die wir heutzutage draußen haben, die bekommen direkt, die haben schon auf Amazon eine Schnur bestellt und sich halb aufhängen, weiß ich mal so. Ja. No front gemeint, aber so ist es, also du weißt es selber. Es gehört dazu. Alles, was hochgeht, muss irgendwann mal wieder runterkommen. Aber jedenfalls kannst du behaupten, dass ihr noch keinen Tiefpunkt hattet. Na, also so vor 2 Jahren hatten wir dann, also ging halt die Engagement ging halt brutal runter. Ja. Viel weniger Likes, wieso? Viel weniger Views. Keine Ahnung. Aber es ist also schwach. Algorithmus. Ja, wahrscheinlich. Also, aber Shitstorm hat nicht. Nein. Wir hatten mal fast einen wegen, da hatten wir mit McDonald's und Crocs zusammengearbeitet. Ja. Das war gerade zum Nahostkonflikt, der da wieder entfacht ist. Und da gab es halt eine Schlagzeile über McDonald's, die nicht so nice war. Und das war, hat sich so ein bisschen überlappt. Und dann hatten wir in dem Sinne halt einen Shitstorm. Aber der ging halt mehr an McDonald's. Ja. Aber ihr wart so. Aber nicht wegen uns. Kollateralschaden. Genau. Also wir und halt alle anderen, die das auch gemacht haben. Das war ein bisschen. Also ist halt blödes Timing gewesen in dem Sinne. Aber also wegen uns als Person, toi, 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 noch keinen. Aber ich glaube, dafür bin ich auch zu glatt in dem Sinne. Also. Will mit niemandem Stress haben. Ich muss mit niemandem Stress haben. Du bist ein netter Junge. Also, und ich muss halt, also das Letzte, was ich will, ist irgendwas Politisches auf den Accounts haben, weil bei uns geht es darum, wir wollen ein schönes Bild des Altwerdens vermitteln. Wir wollen eine schöne familiäre Zeit zeigen den Leuten, dass auch vor allem die Leute, die keinen Opa, keine Großeltern mehr haben oder nie hatten. Ja, flexst auf sie, genau. Ja, genau. Du Bastard, du hast keinen Opa. Ja. Nein, aber das ist so. Schlaf schön ein, mein Bester. mitempfinden können. Teilweise kriege ich Nachrichten halt von Leuten irgendwie, dass Opa. Also, dass wenn die Bilder von Opa sehen und Videos, dass es sie an ihre Zeit mit deren Großeltern erinnert und dass es die halt einfach freut und dass sie das so ein bisschen mitleben können. Und das sind halt Nachrichten, da weiß ich teilweise selbst nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil es halt emotional so trifft, weil ich mir denke, Alter, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Also Opa hat was Cooles an und das laden wir hoch. Ja, ja. Aber was das bei Leuten bewirken kann, ist ja wirklich verrückt. Und was würdest du überhaupt, was ist bei euch der Schlüssel zum Erfolg? Authenticity, Bro. Ne, einfach, ich glaube, weil Opa zum einen gut aussieht in den Klamotten. Es war damals was Besonderes. Ja, das stimmt. Also damals, also eben wie schon gesagt, das ist auch sehr witzig, wie sich dieser Kreis auch schließt gerade, dass wir hier, das hier an das Sneaker-Nest gerade aufnehmen, weil der Sneaker-Hype ist gerade sehr, sehr tief. Noch nicht Tiefpunkt, aber gerade sehr, sehr tief. Und aber trotzdem, euer Erfolg war basiert auf den Sneaker-Hype von damals. Richtig. Und also halt dann auch Klamotten weiterführend.
Aber auch hier mit Sneakern. Das ja, das ist, also man muss auch sagen, so Brands wie Supreme und die ganzen Klamotten, die wurden bekannt wegen Sneakern. Zuerst fing es ja mit Sneakern an. Ja, genau. Und alle wollten danach, weil wenn du einen coolen Schuh hast, willst du eine coole Hose haben, die dazu passt, weiß ich meine. Ja, genau. Ja, klar. Und so hatten wir halt dieses große Glück, da reinzurutschen. Ich glaube mittlerweile, natürlich sind Klamotten immer noch ein Erfolgsfaktor, aber mittlerweile ist Opa als Person oder auch als Marke ja irgendwo so etabliert und so verfestigt. Das ist wie eine Caro Dauer zum Beispiel. Ja. Auch wenn sie nicht das beste Engagement hat, nummernmäßig, aber sie ist einfach schon so lange. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne die nicht. Ja, okay, aber ihr kennt die alle in der Schweiz. Also der Schweiz ist eh abgeschieden von der ganzen Welt. Nein, aber das ist so, die ist halt, also jeder kennt die außer hier der Moderator Mister, ich hier. Bin was Besonderes. Ja, außer der Moderator hier. Und deswegen ist sie halt relevant immer noch. Auch wenn es vielleicht zahlenmäßig nicht, aber ich bin jetzt auch kein Zahlenmensch. Ja. Ne? Aber Wirtschaftsmaster. Ja, Master of Laws, Bro. Füg dich mal alle auf LinkedIn hinzu, ich muss mein Netzwerk erweitern. Während ihr gestern noch geschlafen habt, habe ich mich weitergebildet, habe ich an meinem Konzept für neues Geld gearbeitet. Nein, das ist schon geil. Das ist so, Opa ist halt süß, ich glaube, weil wir das als Familie machen, kommt es gut an. Und also ihr blöd gesagt, ihr gebt eigentlich einfach dieses schöne Familienbild, auch ist eine Mischung aus traditionellem Familienbild, weil Opa, Oma, halt ein Mann und eine Frau, und nicht halt zwei Frauen oder zwei Männer, da gibt es ja auch heutzutage, weiß ich meine. Ja. Traditionell, aber modern in der Hinsicht, dass ihr moderne Stils, Trends aufgreift und das halt wiederum tauglich macht, auch für ältere Menschen. Ja, genau. Man darf nicht vergessen, die Modewelt, die dreht sich eigentlich vor allem eigentlich zu 90% um Jugend. Weil es ist nun mal so, zum Beispiel, wenn du eine ältere Frau bist, du bist 45 Jahre alt, eine Caro, random Caro, 45 Caro Jahre alt und du hast auf einmal das Geld. Ja. Du hast auch die Zeit langsam wieder, aber du hast nicht mehr dieses Gefühl von Jungsein, nicht mehr das Aussehen. Ja. Deswegen ist auch eine Frau bereit, Tausende von Euro auszugeben, um einfach wieder jung auszuschauen. Und das war immer so. Das war immer so, weil die Schönheit der Jugend, also zum Beispiel auch bei, vor allem bei Frauen, die ist unbezahlbar. Dieses strahlende Gesicht, die Haut, die glänzt, alles ist straff, ohne irgendwelche Plastikfüllungen. Ja. Aber das vergeht halt. Das ist auch das Schöne mit der Zeit. Dann entwickelt man sich auch mit dem Körper. Aber deswegen sind die Leute bereit, Geld auszugeben. Und ihr wiederum schafft es sozusagen mit dem Style. Also damals zum Beispiel Supreme. Das war damals so das Wenn und Oder für Jugendliche. Ja, besser hat's ging geschafft. Nicht. Das ging gar nicht. Ja. Ihr habt es geschafft, den 70-Jährigen drin zu stylen. Ja. Und ich erinnere mich schon, wirklich auch positiv an diese Zeit. Ich assoziiere. Das war schon eine geile Zeit. Das ist eine sehr geile Zeit. Weil da war der Zusammenhalt auch einfach so geil. Aber was würdest du sagen, Bro, heutzutage, also wir leben jetzt im Jahr 2024, du hast einen Account, also du hast einen Opa, der weltbekannt ist. Stell dir vor, du müsstest heute starten. Mit null again. Nothing, nur du und dein Opa. Sagen wir, dein Opa ist wieder 70, sagen wir, ein bisschen jünger. Aber sagen wir, du würdest heute im Mai 2024 wieder starten. Was würdest du machen? Wie würdest du es angehen? Mit meinem Wissensstand jetzt oder mit dem damaligen? Mit deinem jetzigen. Nicht starten. Ich würde nicht starten. Wie meinst du? Ich würde kein Social Media machen. Echt? Ich glaube nicht. Wieso nicht? Warte, du hast einen bekanntesten Opa der Welt wahrscheinlich. Also außerhalb von Sport und Kultur. Ja gut, aber wenn wir jetzt, okay, wenn wir jetzt von vorne starten würden, wäre er trotzdem bekannt oder wäre er ein No-Name? Also er wäre jetzt No-Name. Ja, dann würde ich nicht damit starten. Wirklich? Nee. Und wieso? Leben ohne Social Media, ohne Smartphone ist so geil. Freunde, hört ihr, das meine ich. Ja. Social Media ist Fluch und Segen. Ja, Ich kann euch garantieren, ich bin noch nicht der größte Influencer, weit weg davon, aber wird auch sicherlich kommen. Das ist eine der Ziele in unserer Nische. Aber ich sehe schon sehr, sehr viele Punkte. Also Bro, zum Beispiel, ich gehe clubben und ich gehe viel feiern. Flex, ey. Und ich sehe, wie halt, also ich tanze mit einer Dame, mir gefällt eine Dame und irgendwo Leute um die Ecke filmen mich. Ja. Oder lahm irgendeine Scheiße, Bro. Und ich denke so, Bro, wieso, was habe ich dir gemacht, weiß ich meine? Was habe ich dir getan, du kleiner Huren, so, weiß ich meine? Boah, auch gestern war ich richtig sauer. Also gestern, also ich hätte einfach zusammengeklatscht. Unglaublich, ich war gestern so sauer drauf. Aber was ich damit sagen möchte, wenn ihr das hört, das ist ein junger Mann, der den Erfolg, du lebst gerade im Erfolg, du schwimmst gerade im Erfolg, das ist verrückt, du bist Dagobert Duck gerade in Erfolg. Ja. Und du würdest trotzdem sagen, dass du jetzt nicht damit starten willst. Aber jetzt wundere mich, wieso? Also, als wir damals gestartet haben, war es ja einfach, also wir hatten ja nicht vor, erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen, Following aufzubauen. Das war 2017, war halt, es war einfach ein lustiges Bild. Also ich, cool. Ich vermisse es auch, diese Zeit auf Social Media. Ja, es war unbeschwert, es war ohne Hintergedanken.
ohne Algorithmus kalkulieren, ja, mit Sonnenwende, und dann muss der Stern dastehen, damit dieses Engagement. Ja, du hast halt was geteilt, einfach nur, weil du es teilen wolltest mit deinen Freunden, nicht weil du damit irgendwas erreichen wolltest. So, fast forward 2024. Warum wird heute jemand Influencer? Warum will jemand Influencer werden? Nicht, weil er Content zeigen will, sondern einfach, weil er scheiß Geld verdienen will. Weil, also es geht nur noch... Aber es gibt Ausnahmen, muss ich auch sagen. Ja, natürlich, wenige. Aber so diesen Standard, warum willst du Influencer werden? Ja, dickes Geld, so. Und egal, welches scheiß Interview wir führen, immer fällt die Frage, könnt ihr da... scheiß Interview. Ja, ja. Nein, aber also es ist ja auch interessant, okay. Aber könnt ihr damit Geld verdienen? Wie viel Geld verdient ihr? Was nimmt man für eine Kooperation? Ich glaube, also in meinem Fall, was ich spannend finde, weil... es geht mehr darum, wie man die Entwicklung sieht. Weil ich habe dich ja gefragt gehabt. Also ich finde es ja auch interessant und mich würde es ja auch interessieren. Aber es ist halt immer dieser Geldfaktor drin. Mhm. Weil auch irgendwo Influencer verdienen ja viel Geld. Ja. Und dann kommt eben diese moralische Frage, verdienen Influencer zu viel Geld? So, das ist ja immer so. Aber das muss man auch sagen, muss ich jetzt reingrätschen. Ist auch bei Sportlern so. Also wieso für den Fußballer 15 Millionen im Jahr? Ja, weil die 150.000 Trillionen reinholen. Ja. So, wenn das ich ist wirklich ganz einfach so. Wenn ich als Unternehmen jetzt ein Werbeplakat kaufe und ich zahle 150.000 Euro dafür, das Werbeplakat wird nicht die Welt retten. Aber Bro, ich meine damit eher, diese Fragen, die kommen ja eher von Leuten, die, sagen wir, intellektuell einfach noch nicht so weit überlegt haben. Ja, weil, die auch gar nicht in der Materie drin sind. Eben, genau. Und deswegen meine ich auch, man darf da gar nicht ignorant antworten, weil die wissen es einfach nicht. Also ich sage es immer so, wie willst du sauer sein auf einen blinden Menschen, der dir auf den Fuß tritt? Nein, natürlich weiß ja nicht. Deswegen meine ich auch aus meiner Sicht, wenn mich Leute das fragen, auch mit, solange es respektvoll ist, gar keine Frage, dann ist das voll okay für mich, als ich meine. Ja, absolut. Also es ist halt nur immer so, dieses Geld schwingt halt, also sobald du Influencer hörst, schwingt automatisch bei mir zumindest meiner Wahrnehmung Geld mit. Ja. Also das, okay, der ist Influencer, der muss Mercedes fahren, der muss dickes Geld haben. Ja. Und das ist so ein bisschen schade. Du fährst kein Mercedes? Du fährst kein G-Wagon. Y63. Würde ich nehmen, ne? An dieser Stelle. Nein, aber ach, das ist immer so, der Ansporn ist halt anders geworden gefühlt. Also von vielen. Leider. Es geht mehr um Kommerzialisieren und Geld verdienen als um nachhaltig Content oder was Wissenswertes, was Interessantes, Motivierendes zu teilen. Aber da würde ich einfach noch behaupten, dass wir haben ich habe auch jetzt dieses Jahr vor 5 Jahren angefangen mit YouTube, 2019. Ja, krass, Glückwunsch. Wir haben im Oktober mit 5 Jahren YouTube geschafft. Und Bro, als wir angefangen haben, Bro, das Letzte, was ich im Kopf habe, war so dicken Batzen machen damit oder so. Ich wollte einfach meine Leidenschaft teilen in Form von Mode, weil es gab damals, wie auch heute, noch nicht so viele junge Männer, die halt diesen Flair haben für Mode, weißt du, ich meine? Zwar klar, gibt es einen, der vielleicht sich einen Nike-Schuh holen würde für 200 Euro, aber wir waren nochmal weiter drin, weißt du, ich meine, so Heide Ackermann, so Hedi Slimane, Dion, so eine Kacke. Und ja, heute haben wir es halt durchgezogen, dass wir auch logischerweise Geld damit verdienen können. Ja. Und weißt du, es geht ja meistens gar nicht ums Geld für mich. Es geht mehr um die ganzen Dinge, die du freischaltest durch Social Media. Das ist verrückt. Ja, da muss ich wirklich sagen, wenn du mit Social Media anfangen willst, oder sagen wir, du willst ein Charakter werden, Influencer, dann würde ich immer sagen, wie du gesagt hast, sei authentisch. Das ist A und O, wenn du überleben willst. Aber Geld wird nichts ändern in deinem Leben, aber die ganzen Türen, die geöffnet werden, die werden dein Leben verändern. Wenn du kein Arschloch bist. Ja, wenn du es halt wirklich auch authentisch hier. Ja. Aber wenn du halt wirklich einfach du selbst bist. Du magst zwei Wörter, authentisch und Geld. Das habe ich am meisten von dir gehört heute. Ja, richtig. Das wirst du noch ein paar. Nochmal, das ist, mehr bin ich nicht. Also, du sagst immer das, was du willst. Das ist so, ja. Nee, aber das, also sehe ich auch so. Und vor allem, ich glaube, wenn du heute erfolgreich bist, also erfolgreich, du hast einen Hype, du hast wachsende Followerschaft. Es ist schwierig, langfristig relevant zu bleiben und langfristig auch das zu halten. Heutzutage ist alles so kurzfristig. Und guck mal, wenn du 2017 oder war wahrscheinlich noch vorher diese Damn Daniel mit den weißen Vans. So. Damn Daniel. Guck mal, wie viele Views hatte es damals? Vielleicht 2 Millionen. Der war bei Ellen DeGeneres, das war Welthit, das war brutal. Wie kann man so viele Views haben? Wenn du heute ein Video hast mit 200 Millionen, bist du 3 Tage relevant und danach gibt es den nächsten mit 600. Ja. Also es ist so, das ist nichts mehr wert in dem Sinne. Es ist alles schon... Aber ich finde es faszinierend, wie du gerade gesagt hast, dass du nicht damit starten würdest, nochmal. Ja. Aber du hast mir gerade vorhin gesagt, dass du eine glatte Karriere hattest. Du hattest nur Höhepunkte. Nein, das stimmt ja nicht. Ja, aber ich meine, wenn man das große Bild anschaut. Ja, okay. Ja. Das stimmt ja auch. Wenn man das große Bild anschaut, ihr hattet keinen Skandal. Es war immer alles am Wachsen. Ob jetzt, weißt du, wenn ihr jetzt eine Woche jetzt nicht gewachsen seid, auf das kann man scheißen, aber was ich damit sagen möchte, obwohl alles so glatt ging bei euch, von Anfang an würdest du trotzdem jetzt behaupten, dass du nicht nochmal starten willst mit Social Media. Also, man weiß es ja nicht. Ja, ne? Aber jetzt eben. Nee, aber in dem Fall erfüllst du dich wirklich gar nicht.
Das ist krass. Ich weiß es nicht. Ach. Na, aber also, ja. du kannst ja ehrlich sein, weil ich verstehe, weil zum Beispiel bei mir, ich bin super, super happy, dass ich mit Social Media angefangen habe, weil ich habe eine ganz andere Rolle wie du. Ja. Weil für dich ist das, für dich, du hast wirklich so ein Business draus gemacht, mit deinem Opa und halt super brandfreundlich. Ich bin ja weit weg davon. Ja. Was ich aber geschafft habe, ist eine Community aufzubauen von Leuten, die sind wie wir. Ja. Das ist so geil. Das ist so fucking geil. Ja. Also auch eben auch gestern, ich habe logische Arschlöcher gesehen, aber so viele Leute kamen zu uns, wo einfach, Bro, die hatten so ein Interesse an Parfüm, an Mode und ich bin so ihr Safe Space. Ja. Die können mich fragen, Bro, was hältst du von diesem neuen Xerjoff Duft? Was hältst du von diesem neuen dies und dem? Und ich habe immer eine Antwort, logischerweise, ja, weil es ja meine Materie ist. Und die freuen sich richtig drauf. Ja. Und das ist so geil, ja, Mann. Ja, aber das habe ich auch über meinen eigenen Instagram- und TikTok-Account halt auch mehr so, und auch YouTube, ne, auch mehr so dieses Community-Ding mit Leuten im Austausch sein. Und das finde ich auch super. Ich bin auch mehr als froh, mit Social Media angefangen zu haben. Ich glaube nur, heutzutage hat sich das halt komplett verändert. Ja. Also Social Media allgemein, es ist halt mehr Erfolgs... driven. Ja, und das ist so, natürlich ist es wichtig, es macht aber auch mehr Druck in dem Sinne. Und es sind halt auch andere, also halt ganz andere Faktoren, die da jetzt einspielen. Und das ist einfach anders und auch nicht mehr so wie es bei uns jetzt läuft, ist immer noch super, weil wir uns halt auch irgendwo treu geblieben sind. Was ich auch mich frage, ist eine ein bisschen privatere Frage oder sagen wir es so, ist einfach mal was anderes. Stell dir vor, dein Opa und deine Oma würden morgen die Welt verlassen. Ja. Also toi, 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 die leben noch, werden es alle überleben. Aber stell dir vor, morgen würde dein Opa und deine Oma, die Gesichter eurer Brand, eurer Firma würden die Welt verlassen. Ja. Was würdest du machen? Sehr schwierige Frage und kann ich so pauschal, glaube ich, nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Also wir lassen also lassen die Trauer weg. Ja, erstmal ein tiefes Loch fallen. Erstmal mit Drogen anfangen. Ja, es wäre eine schwierige Zeit in dem Sinne, aber mir ist von Anfang an bewusst und war es immer bewusst, es wird irgendwann vorbei sein. Also natürlich wird es mich super hart weghauen. Und da, also wäre ja auch sautraurig, wenn ich. Ja, ja, also, normal. Ja, nee, aber am Ende des Tages, hart gesagt, das Leben muss weitergehen. Aber würdest du weitermachen mit Social Media oder wärst du durch? Nein, ich würde bestimmt weitermachen. Aber also auch gerade wegen meiner Community. Anders. Also ich meine, am Ende des Tages geht es uns halt mit Opa drum, das Altwerden positiv darstellen zu lassen. Ja. Weil, weißt du, du kennst aus Werbung, alte Leute werden immer nur für negative Kacke, Versicherung, Krankheitsfall, Apotheke, ja, Medikamente so. Aber würdest du in dem Fall noch so ein Reel machen am Grabstein oder so? Ja, nochmal schön, schön Kooperationspartner. Klicks, ja, die Klicks noch im Ausdrücken, oder? Ja, das... Kooperationspartner für Grabstein, ja. Ja? Nein, aber also das... Ich meine, in 7 Jahren haben wir so viele saugeile Ereignisse erleben dürfen, so viele krasse Erinnerungen. Und natürlich geht es auch hoffentlich noch viel weiter. Und noch viel länger. Ja, ja. Irgendwann ist halt alles vorbei. Und es wird unglaublich schwierig sein. Aber am Ende des Tages werden diese schönen Erinnerungen halt immer nachhängen. Natürlich werde ich dann hoffentlich ja weitermachen mit Social Media. Anders. Aber das wird auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Aber denkst du, Bro, wenn du schaust all die Jahre an, 7 Jahre, so, ihr habt wahrscheinlich wie viele Milliarden News gemacht? Locker zweistelligen Milliardenbereich. Denkst du, ihr seid zu groß geworden? Denkst du, ihr seid so zu groß? Weil ich würde behaupten, Bro, es gibt auch das Phänomen bei Firmen, wenn eine Firma so eine gewisse Größe erreicht, dann ist sie too big to fail. Zum einen, kennst du diesen Begriff? Ja, klar. Und auf der anderen Seite wiederum, hast du nicht mal alles unter Kontrolle. Ja. Und deswegen, es wundert mich bei dir, Bro, du sagst, ihr habt auf Instagram wie viele Millionen Follower? 2,5. Auf TikTok habt ihr 5,2? Ja. Das sind, also ihr gehört zu den Top-Influencern im Modebereich, außerhalb von Musikern und Sportlern. Deswegen, es wundert mich, seid ihr zu groß geworden? Oder ich glaube nicht. Also, nee. Also, nee, ich glaube nicht. Also, nee, ich hoffe nicht. Du hoffst nicht. Ich hoffe nicht, glaube nicht. Aber was denkst du, wenn die nächsten Moves, also, weil ihr habt ja sozusagen jeden Trend mitgemacht, den es gibt. Also, ihr habt nicht jeden Trend habt ihr mitgeritten. Ja. Denkst du, ihr wollt einfach diesen Weg weitermachen, oder? Ja, am Ende des Tages soll es ja Spaß machen und wir wollen ja was damit erreichen, halt dieses positive Bild zu vermitteln. Ja, aber das ist diese 0815 Antwort. Ja, natürlich. Ja, du hast auch 0815 Influencer eingeladen. Stark. Nein, Oder wie sagen wir, wie könnt ihr, was denkst du, wie könnt ihr weiterkommen?
Ja, also wir wollen im Kern natürlich immer noch das Gleiche machen. Geld. Richtig, Geld und authentisch sein. Nein, aber das so, wir haben uns ja auch über die letzten 7 Jahre weiterentwickelt. Sei es jetzt, ob wir, dass wir halt von Fotocontent auf Videocontent weiter, uns weiterentwickelt haben. Dann haben wir mit Unboxing-Videos angefangen, dann haben wir mit Styling-Videos angefangen, dann Events festgehalten, Events besucht, dann haben wir, keine Ahnung, Jordans gezeigt, dann halt mal Nike Dunks, dann Adidas, ja, Ultra Boost so. Ja, ja, ich hab alles mitgemacht. So, also es ist ja irgendwo immer eine kleine Entwicklung. Vielleicht wird es dann halt irgendwann kein Mode-Content mehr sein, sondern mehr Lifestyle-Mindset-Videos. So. Wieso macht ihr eigentlich keine Vlogs? Machen wir auf meinem Account. Echt? Ja, ich bin halt so nischig und klein. Da muss man schon ganz tief drin sein. Na, ich mach ab und an mal Vlogs. Und auch auf aber YouTube. Aber hoch oder Querformat? Nein, nein, Hochformat. Und auf YouTube habe ich auch eine Zeit lang gevloggt. Aber das Problem bei mir, bei YouTube, also allgemein Content von mir und über mich, hat immer zweiten, dritten, vierten, fünften Rang. Opa ist halt immer Prio. Ja. Weil mir das mehr Spaß macht. Ich selbst denke mir halt teilweise, wer will meine Fresse sehen? Natürlich ist es der falsche Ansatz, weil es gibt viele, die meine Fresse sehen, ja, wollen, ja, und die mir halt auch auf Instagram schreiben, so wie es bei dir mit Parfum auch ist. Ja, ja. Ja, genau, zeig mal deine hässliche Fresse, du Bastard. Und welchen Schuh soll ich mir kaufen? So, welche Regenjacke kannst du empfehlen? Bis 50 Euro? Ja, aber das freut mich halt. Bis 50 Euro, Bro. Zieh einfach einen Müllsack rüber und geh raus, du so. Aber ich denke mir dann auch teilweise, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Event bin, dann will ich die Zeit ja auch genießen und dann halt nicht mit Kamera die ganze Zeit stehen und es halt schön filmen. Ja. Andererseits denke ich mir, wen juckt's, dass wir jetzt halt da waren. Das ist halt so, ich mache mich halt teilweise selbst zu klein vielleicht. Ja. Also, aber andererseits... Aber du bist auch als Charakter, du bist halt so ein guter, also du bist so ein gutgläubiger, netter Mann, weiß ich meine. Ja, das stimmt. Du hast keine Ecken, also du hast nicht diese Ecken. Ja, ich weiß. Ecken kann fehlen bei dir. Du bist nicht so ein schönes, rundes Produkt. Dankeschön. Naja, also, ja, wenn man dir schon Shoutouts geben darf. JT, runder, schöner Mann. Alhamdulillah. Ja, danke. Du bist auch nicht schlecht. Ja, danke dir. Na, aber ich möchte mit diesem Podcast auch Leute was lernen können. Ja. Und deswegen, was würdest du geben, was würdest du sagen, was waren so deine größten Learnings in deiner Karriere bis jetzt bezüglich Social Media? Weil ihr seid ja auch aus der Nische groß gekommen, weiß ich meine, ja, ja. Ihr wart zuerst in der Nische, Mode für ältere, also Mode für junge Leute, für ältere Männer, mhm, und aus dem seid ihr groß geworden. Also das absolut wichtigste, größte, halt stay humble. Ja. mit Rolex im Podcast. Ja, normal, normal. Ja, und die Sportuhr. Sogar. Stay humble. Stay humble. Nein, aber halt wirklich, also wenn man Erfolg hat und sich den Erfolg dann zu Kopf steigen lässt, bist du direkt raus. Ja. Es ist nicht nur unsympathisch und es ist Arschloch-Behavior, sondern es ist einfach, du bist halt ein Stück Scheiße so. Ein Stück Scheiße. Ja, du bist halt nichts Besseres, nur weil du mehr Follower hast oder weil du halt eine digitale Zahl da stehen hast. Wir sind da super dankbar für und auch mit jedem, der uns folgt und uns schreibt und sowas. Aber wenn wir jetzt bei Dior aufkreuzen und sagen, wir wollen aber durch den Eingang gehen, weil wir haben ja 5 Millionen Follower, Alter, ich würde mich da so rauskicken. Also, das ist halt, also, Erfolg ist geil, natürlich, ist kein Geheimnis, aber bleib halt normal, bleib halt Mensch, bleib wie du bist. Und ja, das, also, jetzt nur weil dein Video 1 Million Views hast, heißt nicht, dass du was Besseres bist, dass du Mensch erster Klasse bist. Also, Das ist eine sehr gute Einstellung. Ja, auch hier auf der Sneakerness. Wir könnten hier rumlaufen, als hätten wir die dicksten Eier. Ja. So, aber es interessiert auch am Ende keinen. Also, wir sind dankbar, hier zu sein. Und wir sind ja auch nur normale Leute, die hier sind. Und wie läuft es mit der Brand bei euch? Also, ihr habt jetzt eine Brand aufgebaut. Also ja. Auch schon länger schon vor. Ein Jahr. Genau ein Jahr? Ein Jahr, ja. Okay, aber ich erinnere mich. ihr habt nochmal diese Schmuck-Collab gehabt. Die bekomme ich noch, oder? Ja, die. Willst du? Ich habe nie bekommen. Echt nicht? Du hast ja gesagt, aber ich schicke dir mal was los. Nie bekommen. Also nicht bekommen? Ja, nie bekommen. Okay, kommst gleich an den Stand. Kannst kaufen. Verdienst halt viel Geld. Stark. Was ist denn euer Ziel mit der Brand? Außer Geld machen. authentisch sein. also ursprünglich, ich bin ja auch interessiert an Mode. Und ich dachte mir, ja, man sieht es vielleicht nicht. Ja, ja. ich wollte halt was machen, was ich geil finde. Und ich habe keine Schneiderausbildung, ich habe keine Modedesign-Studium. Kann nicht jeder so ich sein. Kann nähen und die ganze Kacke, einfach ja, nur was Cooles machen, was ich halt cool finde so. Und halt dann andere hoffentlich auch. Und auch das von Opa, weil wir ja eh so viel konsumieren, also Klamotten und so, dass wir dann halt auch was Eigenes machen können, gute Qualität. Damit andere Leute noch mehr konsumieren können. Ja, genau. Ja, ja. Damit wir nicht mehr konsumieren müssen. Ja. Halt einfach so, dass wir halt
kein Merchandise machen, aber halt eine, also langfristig halt eine eigenstehende Marke aufbauen können. Und da, das waren halt auch extrem viele Learnings, weil es einfach eine ganz andere Branche ist, in die ich auch aber, so reingekommen bin. Aber was mich ja auch wundert heutzutage, also früher, wenn du früher, sagen wir, du warst eine Brand, eine Modebrand XY und sagen wir nur schon, du bist eine Brand wie Peso oder 6PM und das ist früher, sagen wir, ein Rapper, der deinen Stuff trägt. Ja. Du hast früher so verkauft direkt. Jetzt wundert es mich sehr, zum Beispiel J Balvin hat ja auch euren Sweater an, diesem pinken Sweater. Er hat ihn getragen, Opa hat ihn getragen, Oma, das war dann dieses legendäre Bild, als wärst du die Gründerväter von Amerika. Und jetzt wundert mich, hat das euch was gebracht bei den Sales? Oder ja. Wie viele Sales gingen da weg durch diesen? Zwei. Ehrlich? Ja. Zwei Sales? Zwei Sales in die USA. Schaut auf meine deutschen Nichtkäufer. Also ihr habt so eine Reach, also ihr habt so eine Reichweite gehabt durch dieses. Ja gut, Bild. Also der Pulli kam auch schon ein bisschen länger raus jetzt. Ja. Also was heißt länger raus, so also lange jetzt auch nicht. Aber also zwei, also drei vielleicht. Okay, hab, vielleicht wenn, also vielleicht vier. Also okay, so. Also ihr habt, sagen wir, drei Sales gemacht durch einen Post, der so groß ja. war. Das, und jetzt, aber, das aber ich glaube, die Leute haben nicht gecheckt, dass das unser Hoodie, unser Crewneck war. Kann auch gut sein. Ich glaube, die haben das gar nicht wahrgenommen. Ja. Weil mittlerweile ist einfach alles Werbung und alles ist ja eh. Ja, ja. Und da war ja nichts getaggt. Und ich glaube, bei Mr. J, ich weiß gar nicht, wie der Vorname ist, war halt, hast du das Grams nicht gelesen. Oh. Und dann sehen die wahrscheinlich nur dieses Bild und denken, ach krass, Oma, Opa, J Balvin, so. Ja. Aber die achten dann halt nicht auf den Pulli. Glaube ich, weil aber das krass auf Aufmerksamkeitsspanne von 0,03 Sekunden. Ja, ja, ja. Yes. Weil man darf nicht vergessen, früher, also ich erinnere mich an den legendären orangen Shindy-Pullover. Ja. Erinnerst du dich an das Phänomen? Weil man muss schon sagen, wir kommen wahrscheinlich aus der gleichen Generation von Mode. Wir haben so viel durchgemacht über die Jahre, ja. dass wir wirklich schon auch revidieren können und sagen können, wie es war und ja. wie es heute ist. Und deswegen auch für euch zum Mitnehmen, wenn ihr investieren wollt in einen Influencer oder sonst wen. Dann in uns. Erstens das, Dankeschön. Aber zweitens normal. Aber zweitens, es bringt nicht mehr heute so viel wie früher. Ja. Früher war das dieser Cheatcode. Du hast einen Rapper, Luciano, du hast einen Rapper, einen Haftbefehl, sonst wer, wenn auch immer du möchtest, einen Shindy und du gibst ihm deine Cap, deinen Ring, deine Brille, sonst was, das geht ja. so weg. Ja, wobei mit dem J Balvin, da kommt wahrscheinlich der Wirtschaftsjurist in mir raus. Wir haben ja natürlich Bildrechte. Ja. Aber wir können die ja nicht kommerzialisieren in dem Sinne, dass wir jetzt halt für die Brand Werbung machen. Ja, ja, aber Bro, ich meine, klar, du hast recht, es ging nicht so weit. Wir könnten das ja theoretisch auch so fucking hart ausschlachten. Ja. Wir hätten ja 20 Reels darüber machen können oder halt ein Video in 20 Reels schneiden ja, können, ja, wie man ja, das normal. Halt heutzutage macht, ne? Und dann halt zu sagen, guck mal, ey, J Balvin trägt Grams, so. Aber das finde ich, also natürlich, wahrscheinlich ja, bräuchten wir das, um dann halt, ja. aber ja, aber am Ende, wieso funktioniert denn so ein Pegador oder so ein Kack? Nichts gegen euch so, aber das ist halt schon Kack. Ja, ist und fast es funktioniert halt so fucking gut. Ja, aber man muss schon sagen, also ich würde wirklich behaupten, Leute, die heutzutage Pegasus tragen, das sind da einfach Leute, die gerne schnelle Kleidung möchten. Also sie möchten einfach einen coolen Schnitt oder sonst. Ja, die möchten halt einfach aussehen wie alle anderen. Genau, aber am Ende des Tages, du bist einfach ein Teil der großen Masse ja. und das macht dich zu nichts Besonderem. Wieso, also ich verstehe nicht, wieso lebst du auf dieser Welt als Individuum? Ja. Aber du willst nichts Besonderes sein. Klar, du musst nicht rumlaufen wie ich als Clown, weiß ich meine, oder ja, wie du. Ja. Also Fashion-Mongos. aber du willst trotzdem diese Einzigartigkeit genießen ja. dürfen. Weil wir leben in dieser Welt heutzutage. Vor 300 Jahren hast du genau zwei T-Shirts, zwei Shirts gehabt, nicht mal T-Shirts, sondern zwei ja. Oberteile. Das war's dann. Ja. Und heutzutage, du hast all die Auswahl und du entscheidest dich für diesen verfickten Pegador-Hoodie. Ja, aber bon, dann, wie dann ja. so, Bruder, so. Wie ich fast schon Respekt, dass man diese Kacke wieder trägt. Wie ich so schaue ich in die Augen. Ich kann nicht, ich will das nicht. Aber das ist Gruppenzugehörigkeit. Die sehen, also die ist ja auch so abwertend. Ja, soll auch nicht abwertend muss sein. Muss ja auch, doch, muss. Ja, ja, ja. Muss, nein, aber es gibt ja immer Gruppenstyles in dem Sinne. Das ist mal cool, das ist mal cool. Ja, aber Bob, ich will schon behaupten, so Sachen wie Pegador und, ja, ist ein anderes Thema, aber was mich nach wundert, Bro, ihr habt jetzt ein Jahr eure Brand, aber der Ansatz bei eurer Brand ist ganz anders als bei eurem ja. Influencer-Profil. Ja. Und wieso aber? So wie sind die Zahlen bei euch und das Ganze? Also es wundert mich wirklich, wie läuft eure Brand? Ich kann es gar nicht beurteilen. Also es läuft gut. Es läuft jetzt nicht so, dass ich mir davon einen Ferrari kaufen könnte. Ja, schade. Oder wollte. Ja. Nein, aber ich glaube, es ist auch, die Klamotten an sich sind, vor allem die erste Kollektion, war halt viel zu nischig. Also du meinst mit der Jacke und ja, ja. der Hose. Aber weil die Sache ist, wenn wir direkt von Anfang an nur ein Hoodie oder sowas rausgebracht hätten. Das ist halt einfach Merch. Ja, ist so. Und ich will halt langfristig nicht nur Merch. Ey, also Bro, du musst überlegen, die Jacke, ihr habt eine Jacke rausgebracht, die war so grün, beige, braun
Und die hängen immer noch bei mir im Kleiderschrank, weil ich finde die cool. Ich finde die auch geil. Also ich finde, dass zwar Quali war, ich fand dieses, es war ja dieses Fake-Leder. Ja. Und es klebt so ein bisschen, weiß ich meine. Aber ich bin eine Ausnahme, weil ich kenne mich ja wirklich auch gut aus in der Materie. Aber an sich coole Jacke, also vom Schnitt her, Design her, cool. Dankeschön. Ja, aber die Sache halt mit diesem Modeding oder halt mit Klamotten allgemein, mir hat vor allem am Anfang absolut die Zeit gefehlt und auch heute noch. Ich habe mittlerweile eine Teilzeitkraft, die mich unterstützt. Aber wir sind viel zu wenig dafür. Wir müssten halt auch viel mehr hier so Google-Werbung und halt alles drum und dran. Ja. Also halt, es fehlt halt einfach Manpower und Zeit gerade. Also vor allem Zeit von mir, weil ich mache halt viel zu viele Sachen. Ja. Das ist so das Einzige und es hat immer so diesen Nebenbei-Charakter. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also ich habe das auch mal gesagt gehabt, Freunde, wenn ihr was hochziehen wollt, sagen wir, du willst eine Brand machen im Modebereich, Parfümbereich, auch nur schon was Nischiges wie Lederschuhe. Sagen wir, du willst gleiche Herren Lederschuhe machen, dann musst du einfach all deine Zeit, die frei ist, abgesehen von dem, was du zum Überleben brauchst, musst du da rein investieren. Ja. Wieso machen wir so viel auf YouTube? Wir machen unglaublich viel Content gerade, weil das unser Ziel ist. Wir wollen groß werden. Wir wollen die Nische groß machen. Ja. Weil das gibt es gerade nicht. Es gibt nicht viele Mode-Influencer. Also sagen wir, klar, es gibt Mode-Influencer auf TikTok und sonst wo, aber das sind einfach Teil dieses Trends, was ich meine. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist Teil eines Trends. Boah, ich kotze lieber, was ich meine. Ja. Aber deswegen meine ich auch, wir investieren bewusst Zeit, Kraft, Geld, damit das groß wird. Ja. Und wenn ich schon bei dir höre, dann ist es eigentlich fast schon komisch von dir zu hören, dass du da dass du was Teilzeit machst. Weil du hast die Leidenschaft für diese Brand. Ja, klar. Ja, genauso habe ich halt Leidenschaft dann für Social Media und mit Opa. Und ich bin glücklicher darüber, dass das langsam wächst. Ah, so meinst du. Als halt, wenn jetzt die erste Kollektion so 6pm-Style direkt ausverkauft wäre. Weil natürlich ist es geil, einen Hype zu haben und alles ausverkauft und Geld, okay, cool. Aber das ist nichts Nachhaltiges. Das ist halt dann in 2 Jahren spätestens ist das Ding gegessen und raus. Und lieber halt langsam jetzt Learnings sammeln und auch mit der Qualität der ersten Kollektion. Das sind ja alles so Sachen, das war halt das allererste Mal, weißt du? Und dann darauf aufbauend unsere Erfahrungen zu sammeln. Wir machen alle selbst, auch heute noch. Wir verschicken alle selbst, wir verpacken alle selbst. Ja. Damit hatten wir in der Vergangenheit mal merchmäßig super schlechte Erfahrungen gesammelt. Und dann ist es halt für mich ein riesen Learning, dass jetzt halt ausgebaut wird. Und dann irgendwann natürlich auch irgendwo neben der Agentur und allem drum und dran besteht. Aber so, dass ne, das ist trotzdem 100%. Aber willst du noch eine Agentur jetzt aufmachen, wenn du schon das schon so halbherzig machst? Ja, gut, halbherzig ist das auch. Also, wer hier schießt, ey. Also, ich würde es nicht halbherzig nennen. Es ist halt das Problem, dass ich mir zu viel auf den Teller packe. Also, dann kannst du halt All-You-Can-Eat-Style. Also, die stehen ja eh im Leben alle Türen offen. Ja. Und ich habe, also, es ist auch bei meinen Hobbys und Interessen, ich habe halt nicht ein Ding, was ich so super. Also, so dieses eine Ding, ich bin jetzt nicht ein Fahrradfahrer, der halt nur fürs Fahrradfahren lebt, so. Ja. Ich gehe halt auch gerne joggen. Ich fahre auch gerne Skateboard. Krass. Und das mache ich, also das sind so, ich bin halt... Da bin ich anders zum Beispiel. Ja. Ich bin so jemand, ich bin dieser typische Reingrind. Also das Eklige ist, ich bin bei allem dieses Pokémon auf Level 100 hochleveln, außer bei Frauen. Das ist eklig bei mir. Okay. Bei Frauen kann ich das gar nicht. Bei meinen Zielen und so Hobbys, zum Beispiel, ich war leidenschaftlicher Schwimmer, Bro. Ich hab mich dumm geschwommen. Ja. Und heute halb invalid deshalb. Ja, gut. Ja, also ich habe mir Adduktoris einmal gerissen durch Schwimmen. Aber ich hab's geliebt, Bro. Ja. Ich hab's geliebt. Und das gleiche auch mit YouTube, Bro. Wir haben 5 Jahre noch keinen Erfolg gehabt. Ja. Aber wir ziehen immer noch durch, weiß ich mein, Bro. Ja, klar. Und deswegen, ich steigere mich ja auch in die ganzen Sachen tief rein. Also ich bin, wenn ich einmal Spaß habe, dann bin ich da auch tief drin. Aber dann heißt das halt trotzdem nicht, dass ich mich nur auf das fokussiere, sondern hab dann halt daneben auch noch andere Sachen. Also so, weißt du, ich habe so eine riesen Interessenbandbreite. Aber es ist gefährlich, das ist genau gefährlich. Voll. Weil eben, man darf nicht vergessen, du hast in dem Beispiel mit deinem Opa sehr viel Glück, dass dir zur richtigen Zeit am richtigen Ort wart. Aber es kann sein, dass bei etwas wie einer Brand oder bei Agentur nicht der Fall sein wird. Weil ihr das kann sehr gut sein. Das kann ja, das sehr gut sein. Das ist halt nicht so dieser quasi One-Shot, jetzt wird es erfolgreich Ding, sondern das wird das ist halt normaler Ablauf dann. Also halt nicht so dieser, jetzt hast du einmal diesen riesen Hype und dann läuft's. Mhm. Sondern jetzt geht es halt wirklich darum, eine gute Basis zu bauen und das dann groß zu ziehen. Noch meine letzte Frage. Das ist immer so meine klassisch letzte Frage von mir in meinem Podcast. Ist, stell dir vor, du würdest dich, Yannick, in 20 Jahren wiedersehen. Also der würde vor dir stehen. Mhm. Und du hättest genau eine Frage an ihn. Du könntest eine Frage haben, alles, was du möchtest. Eine Frage, die beantwortet. Welche Frage wäre das?
Wie kommst du mit deiner Glatze zurecht? Ja, also du alles fragen, was du möchtest. Ja. Eine Frage, egal ob Leben, Tod, sonst was. Das ist dein Recht, das ist deine Zeit. Deswegen, was würdest du fragen, denn Janik in 20 Jahren? Bist du noch so zufrieden wie damals? Verstehe ich. Ja. Ja. Weil, unabhängig davon, ob Dinge gut laufen oder schlecht laufen, es gibt immer Phasen im Leben, die sind gut, die sind schlecht, das ist halt das Leben. Ne? Positiv, negativ, yin, yang, wie immer du es auch nennen magst. Aber das Wichtigste ist halt, mit dir selbst im Reinen zu sein. Oder für mich ist halt das Wichtige, mit mir selbst im Reinen zu sein. Ja, verstehe ich. Ich habe auch diesen Gedankengang. Ja, und also ich, ne, auch jetzt mit der Familie, es ist halt super geil mit meiner Verlobten, die ich über alles liebe so und hoffentlich bald heirate. Schön. Du kannst aber nicht alles in dem steuern. Und das Einzige, was du irgendwo steuern kannst, ist halt dein Umgang mit dir selbst. Beziehungsweise halt auch sich selbst, also dich mit dir selbst zu beschäftigen, quasi. Ja. Und dass du dann halt mit dir selbst im Reinen bist. Das ist halt schon mal ausschlaggebend für ein zufriedenes Leben. Weil wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist und alles andere, ne? Top läuft, aber du, ja. So, und dann läuft das andere halt nicht mehr top und dann bist du halt auch am Arsch. Ja, eins meiner Lebensziele ist, wirklich ein reines Herz zu haben, wo ich einfach sagen kann, ich bin mit mir im Frieden. Ich kann jeden Tag ruhig einschlafen, weil ich weiß, so, ich nehme keinem sein Brot weg. Ja. Ich habe mein Ziel, ich habe meine geliebt und ja, ich verstehe den Gedankengang. Aber das kannst du auch nur, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst und halt auch gerade in Situationen, die scheiße sind und die dir sehr schwer fallen, dir die Zeit dafür nimmst, auch da aufzuarbeiten. Da empfehle ich sehr, was mir da sehr geholfen ist, die stoische Philosophie. Hat mir sehr geholfen in dem Bereich. Ja. Weil der Kerngedanke ist da auch, im Leben kannst du sehr vieles beeinflussen, wie du dich fühlst, was du gerade machst, aber sehr vieles kannst du nicht beeinflussen, sogar mehr. Das Wetter, Umstände, deswegen musst du einfach damit klarkommen, dich darauf zu fokussieren, was du ändern kannst und nicht auf das, was du nicht ändern kannst. Ja. Janik, es war mir eine Freude, dich Dankeschön. Hier zu haben. Es war wirklich wunderschön, dich da anzuschauen eine Stunde. Freunde, schreibt in die Kommentare, wie ihr den Podcast gefunden habt. Ich bin sehr gespannt. Auch Fragen an den guten Mann werden beantwortet und dann werden wir noch, eben wir haben ein Giveaway. Ich mache gleich Intro. Ah, okay. Giveaway, mach gerne mit. Wir verlosen seine Rolex. Deswegen, meine Freunde, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace out.